Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Das Leben des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wir haben uns in der letzten Sendung mit dem Thema befasst, der vollkommene Diener Gottes. Damit ist der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemeint. Wir haben erfahren, wie er gebetet hat, wie er die lebendige Beziehung zu seinem Schöpfer Allah gepflegt hat. Und er hat zu keiner Zeit das Gebet vernachlässigt. Und später lobte er sogar seine Anhänger, dass sie an der Pünktlichkeit der Gebete festhielten. Nun möchte ich Ihnen was kurz vorlesen, was der verheißene Messias a.s., Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., über den heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und die Art, wie die Revolution vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam aussah, also wie das Gebet die Menschen veränderte, gesagt hat, vorlesen. Ein merkwürdiges, erschütterndes Ereignis fand in der Wüste Arabien statt, als Hunderttausende von Toten lebendig wurden und jene, die seit Generationen verdorben waren, die göttliche Farbe annahmen. Die Blinden begannen zu sehen und die Zungen der Stummen begannen von göttlicher Weisheit überzufließen. Solch eine Revolution fand in der Welt statt, wie sie kein Auge jemals gesehen und kein Ohr sie jemals zuvor gehört hatten. Begreift ihr, was das war? All dies wurde zustande gebracht durch Gebete, die in der Dunkelheit der Nächte von einem, der völlig in Gott aufgegangen war, verrichtet wurden, die einen Aufschrei in der Welt verursachten und solchen Wunder bewirkten, die so unmöglich aus den Händen dieser ungebildeten, hilflosen Person geschehen konnten. O Allah, sende deine Segnungen auf ihn herab, und seine Gefolgsleute im Maß seiner Betroffenheit und seines Leidens für die muslimische Umma, das heißt die Gefolgsleute des Islams, und überschütte ihn mit dem Licht deiner Barmherzigkeit für immer. Amen. Anisab, während der Schlacht, also Grabenschlacht, sah die Situation ja ähnlich. Also wir haben in der letzten Sendung erfahren, dass der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihn, noch nicht mal während der Schlachten, also als die Muslime angegriffen wurden und sie gezwungen waren, sich zu verteidigen, selbst dann der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam seine Gebete nicht vernachlässigt hat. Wie sah das aus während der Schlacht während der Grabenschlacht aus? In der Azar-Schlacht. Ja, die Situation war noch schlimmer wie bei anderen Kriegen. Wurde immer schlimmer und würden immer mehr Leute gegen Islam gegen den Islam aufgehetzt und gegen den Islam zusammengestellt. Und bei dem Grabenschlag, waren ganz viele Stämmen zusammengetan, um den Muslimen auszurotten. Und nicht nur das, die Stämmen, die in Medina lebten, obwohl der Prophet mit den Friedensabkommen gezeichnet hat, haben auch nicht dem Propheten geholfen, sondern rückenfrei gemacht in dem Sinne. Weil die lebten ja in Medina und er hat gesagt, wenigstens ich habe Rückendeckung von denen. Aber sie haben in dem Sinne auch Prophet Muhammad einfach im Stich gelassen. Das war ganz schön schwer. Aber das war im Koran vorausgesagt, dass es so ein Schlag kommen wird. Und Allah wird wiederum den Muslimen helfen. Und diesmal, erstmal haben die Muslime Grab ausgegraben um den Medina herum, weil sie dachten, wir können nicht so viele Menschen kämpfen. Und dann der Salman bin Farsi, auf seinem Rat hat der Prophet so ein Grab, ließ er ein Grab um Medina herum aufgraben. Was es in Gebeten geht, wenn es Gebetszeit war, haben sie wieder pünktlich gebeten. Aber an einem Tag waren sie so beschäftigt, dass sie von den anderen Seiten des Grabs haben sie mit den Pfeilen beworfen, den ganzen Tag. Und die Muslime haben sich verteidigt und versuchten auch dann gleichzeitig auch noch eigene Toten zu begraben. Und dann auch noch, an einem Tag konnten sie von morgen bis abend die Gebete, also morgens Gebet hatten sie schon gebetet, aber Zuhur und Asr, also Mittag und Nachmittag Gebet, konnten sie nicht beten. Es war so eine Attacke oder so ein Angriff von denen, dass es absolut nicht möglich war, von irgendeiner Stelle wegzugehen.
Und das ist der einzige Tag oder einzige Gelegenheit im Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er die beiden Gebete zusammen beten musste, und zwar auch nach der Zeit. Weil das war die Sonne untergegangen abend, und dann, als es Ruhe gab, haben die gebetet. Das ist auch zum ersten Mal, dass man aus dem Lippen, aus dem Mund von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fluch gehört hat, dass er hat gesagt, verflucht sei der Feind, der uns von Gebeten abgehalten hat. Nichts anderes, dass er uns den ganzen Tag mit Krieg beschäftigt hat oder uns angegriffen hat und da Kinder und Menschen getötet hat und wir sind nicht zum Essen gegangen. Er hat gesagt, verflucht sei der Feind, der uns von Gebet abgehalten hat. Weil Zuhur und Asr an der Mittag und Abend, Mittag und Nachmittag Gebet nicht zusammen an der richtigen Zeit beten konnten. Und das hat den Prophet Muhammad so erschüttert, so traurig gemacht, dass er diese Worte gesagt hat. Und das ist der Prophet, wohlgemerkt der Prophet, der tagtäglich und morgen bis Abend nicht nur beleidigt wurde, sondern verfolgt wurde. Und er hat nicht keinen Mensch beleidigt und schon gar nicht verflucht. Auch nicht dann, wenn er auf der Taif-Reise war. Taif ist die Stadt in Mekka. Vielleicht kommen wir so richtig gesagt, das sehen oder so. Da ist er auch schwer angegriffen, aber hat er auch nicht verflucht. Aber an dem Tag, wo seine Gebete versäumt waren, wo dann der nicht richtige Zeit beten konnte, hat er gegen den Feind gebetet. Und das ist einzige, man sagt, das ist einzige Gelegenheit in seinem Leben, dass er gegen den Feind gebetet hat. Sonst hat er immer gebetet, egal wenn Menschen kamen, oh Prophet, uns ist dieser Leid angetan worden und der hat uns verfolgt und das. Und er hat gesagt, sei geduldig. Und sogar einmal kam ein Gefährte Tufail von Stamme Dosa. Und er sagte, O Prophet Allah, die Dosa sind nicht bereit, Gottes Botschaft anzunehmen und die verfolgen uns und die beleidigen uns und absolut nicht bereit, bete mal gegen dieses Volk. Er hob die Hände hoch und sagte, Allah macht der Dosa, O Allah, führe den Stampf Dosa auf den richtigen Weg. Wieder nicht gegen die gebetet. Und dann ist dieser Stamm auch zum Islam bekehrt. Das war nur alleine die Gebete von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie du auch schon erwähnt hast von der Propheten Messias. Auf jeden Fall, das war ein einziges Mal, wo er den Feind verfolgt hat, nur deshalb, weil sie ihn von Gebete aufgehalten haben. Angesprochen. Es ist ja die Stadt, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingegangen ist, um die frohe Botschaft des Islam zu überbringen. Und er wurde ja sozusagen rausgejagt, ja aus der Stadt rausgejagt und mit Steinen beworfen, so dass er wirklich sehr, sehr schwer verletzt war. Und da erschien ihm ja auch ein Engel und er hätte dann bloß sagen können, ja seinen Wunsch äußern können sozusagen, dass die Stadt... Der Engel fragte ihn. Ja. Gott hat mich beauftragt, dass wenn du wünschst, dann wird er die beiden Berge, das war ja ein Tal. Machen, komplett. Ja. Und das war nicht sein Wunsch. Ja. Er hat sozusagen auch für die Feinde gebetet. Er hat gebetet und hat gesagt, ich hoffe, dass einige von denen Islam annehmen. Und oh Allah, lass sie auch noch zur richtigen Führung. Wenn es um sich selber ging, dann war er immer locker, auch wieder, immer wieder beleidigt. Aber wenn es um Gebet ging, um Allah ging, dann... Aber war ja wie ein Staffelmann. Er hat Allah sozusagen angegriffen oder er fühlte, dass Allah angegriffen war und dann hat er ganz anders. Deswegen sagt er, das ist der vollkommene Diener Gottes. Und das sieht man auch im Ohrschlaf, haben wir das nicht erwähnt, aber ein Ereignis von Ohrschlaf, wo die Muslime eine kleine Zeit Niederlage erleben mussten. Dann die Mekkaner haben gedacht, jetzt sind die Muslime also niedergeschlagen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch tot. Dieser Gerücht ging durch die durch das Feld Uhud, dass der Prophet Muhammad auch gefallen ist und tot ist. Und dann, bevor sie feiern wollten, haben sie hoch, ganz laut gerufen, ist ja denn Mohammed unter euch? Haben sie gefragt, Frage gestellt. Der Prophet Muhammad sagte, sagt nichts. Braucht ihr nicht Antwort geben. Und dann haben die gesagt, vielleicht ist der Prophet tot. Und dann haben sie gesagt, ist der Abu Bakr unter euch? Abi Kahafa haben sie ja. Abu Bakr nicht, Abi Kahafa ist unter euch, also Abu Bakr. Dann hat der Prophet schon gesagt, nee, lass mal, braucht ihr nicht Antwort geben. Haben sie auch nicht Antwort gegeben. Haben sie sich gefreut, vielleicht ist er auch tot ist. Dann haben sie gesagt, ist der Ibn Khattab, Umar bin Khattab unter euch.
Und dann hat der Prophet Muhammad wieder gesagt, ihr braucht nicht antworten. Weil das war die Zeit, wo Muslime ein bisschen kurz angeschlagen waren und der Prophet Muhammad wollte wieder Kraft zusammensammeln und dass wir wieder ein bisschen zu sich kommen, die Muslime wenigstens. Und er wollte nicht, dass er jetzt das sofort Krieg wieder anfängt und so. Und von der Kriegsstrategie her sehen, das war schon okay, dass er nicht antwortet und nicht provoziert und nicht. Und dann auf einmal sagten sie, Olul Hubel, groß sei der Hubel. Das war der Hubel war am letzten von den Gottes von den Mekkanern. Die hatten einige große Götter, Hubel, Lat, Uzza und so, das waren die von Gott. Die hatten ja 360 Götter. Und unter dem waren die vier die großen. Hubel, Lat, Uzza und der eine Manat. Die waren die großen. Und sagten die, Olul Hubel, groß sei der Hubel. Und der Prophet, der fuhr ganz ruhig war, absolut nicht. Wenn sie ihn beleidigt haben und alles, überhaupt gar nicht antwortet. Dann sagst du so, Gefährten, warum antwortet ihr nicht? Und weil sie vorhin Anweisungen bekommen haben, dass sie ruhig bleiben sollen, haben sie gesagt, ja, was soll man antworten? Dann sagt sie, sag mal, Allahu Akbar. Allah ist der Große, nicht der Hubel. Obwohl, in diesem Moment war es schon gefährlich, wenn sie zu provozieren, weil die Muslime hatten so eine Niederlage und konnten wieder kaputtgeschlagen werden, ganz leicht. Aber er wollte nicht hinnehmen, dass außer Gott irgendeiner hochgepriesen wird. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben erfahren, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja also sozusagen seine Gebete sehr sehr intensiviert hat. Das waren ja die Pflichtgebete, darüber haben wir in der Sendung und in der Sendung zuvor eine ganze Menge erfahren. Und man merkt auch später in seinen freiwilligen Gebeten, ja, dass er diese zum Beispiel wesentlich länger gebetet hat als die Pflichtgebete. Das heißt, dass er dort auch einen besonderen Geschmack empfunden hat. Wie sah das aus, Herr Gaske? Können Sie uns mehr darüber erzählen? Also wir sehen in dem Verhalten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zum einen während der Pflichtgebete in Gemeinschaft und zum anderen während der freiwilligen Gebete, die er allein im Privaten gesprochen hat, einen Ausdruck der unterschiedlichen Bedeutungen und der unterschiedlichen Ziele und Zwecke, die damit verbunden sind. Die Pflichtgebete, die in Gemeinschaft verrichtet werden sollen, sind ja das notwendigste Minimum, das wir Muslime verrichten müssen, um unsere Pflicht Allah gegenüber zu erfüllen und um natürlich auch den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu stärken. Also neben der Beziehung zu unserem allmächtigen Schöpfer sehen wir darin auch ein Mittel, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Aber es sind die freiwilligen Gebete, die wir sprechen, die Sunna und Nafla Gebete, die uns dazu befähigen, eine wirklich intensive und herausragende und auch schöne und innige Beziehung zu unserem Schöpfer zu knüpfen. Und die gemeinschaftlichen Pflichtgebete wurden, wie es in der Überlieferung heißt, ja, möglichst kurz verrichtet, um es den daran teilnehmenden alten Menschen und den Kindern, den Gebrechlichen und Kranken, zu ermöglichen, daran teilzuhaben, ohne eine besonders schwere Bürde auf sich zu nehmen und trotzdem an den Segnungen teilzuhaben. Aber die freiwilligen Gebete sind es, die dann so lang wie möglich ausgeführt werden und ja, um auch den Dialog zum Schöpfer so lang und so ausführlich und so tief und innig wie möglich zu gestalten. Es heißt in einer Überlieferung, wenn du das Gespräch mit dem Schöpfer liebst, dann rezitiere den Heiligen Koran. Und analog dazu gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam während einer Rakat des Tahajjud-Gebetes die gesamte Suratul Baqarah rezitierte und dann Sajda, Ruku ausführte, die genauso lang war wie die Rezitation der Suratul Baqarah und dann in Sajda. Suratul Baqarah ist die größte Sure. Ja, natürlich, ist die längste Sure, die wir kennen. Wenn man so liest, ich glaube, das dauert eine Stunde, wenn ein normaler Mensch so einen ganz normalen Ton liest. Stunde dauert das auf jeden Fall, ein Suratul Baqarah. Zu dieser Rakat gehörige Sajda war wieder so lang wie die Rezitation der Suratul Baqarah.
Wir sehen hier also, wie tief und wie innig die Beziehung unseres heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu seinem Schöpfer war. Und es heißt in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass jeder Prophet einen besonderen Wunsch in seinem Herzen hegte und dass er etwas in seinem Herzen hat, das ihm besonders wichtig war, das besonders große Bedeutung hatte. Und es heißt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mein Wunsch ist das Nachtgebet. Also da sehen wir, da sehen wir den tiefen Ausdruck des Verlangens und der Liebe zum Gebet und somit auch zur Beziehung zu unserem Schöpfer, die er gepflegt hat. Gerade das Nachtgebet, ja, wenn man sich den Schlaf vorstellt, ja, schönste und ja, also mitten im Schlaf mitten in der Nacht aufzustehen, ja, um seinen Liebsten zu treffen, das hat dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam anscheinend sehr, sehr viel bedeutet. Ja. Ja, seine Ehefrau Hadrat Aisha radiallahu anha hat berichtet, dass er während dieses Nachtgebetes manchmal so lang gestanden hat, dass seine Füße angeschwollen sind. Dass er also weder sein körperliches Wohlbefinden noch die Bedeutung des Schlafes beachtet hat in der Zeit, die er im Gebet verbracht hat. Und es heißt weiterhin, dass sein Tahajjud anzusehen, das Schönste war, was Hadrat Aisha radiallahu anha gesehen hat. Dass es so schön war, dass es ihr zum Teil sogar die Tränen in die Augen getrieben hat, ihn beim Beten zu sehen. Und später, wenn man sie gefragt hat, hat sie gesagt, das kann man nicht in Worte fassen. Hat sie gesagt. Nicht umsonst heißt es, ne? Es salatu khairu minan naum. Ja, genau. Also diesen Ausdruck finden wir auch im Azan zum Fajr-Gebet. Das Gebet, also die Beziehung, die Liebe zu unserem Schöpfer, wichtiger als der Schlaf und auch wichtiger als jedes andere materielle Gut ist. Wir haben von verschiedenen Sahaba die Überlieferung, dass unser heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam während der Nacht aufgestanden ist, um zu beten, um die rituelle Waschung, also Wudu, zu vollziehen, um sich dann dem Gebet zu widmen. Und dass er lange Zeit im Gebet verbracht hat. Wir kennen einen Hadith, in dem es heißt, dass er Hadrat Aisha radiallahu anha gefragt hat oder um Erlaubnis gebeten hat sogar, die gesamte Nacht durchbeten zu dürfen, weil es eigentlich eine Nacht gewesen wäre, in der sie ein Recht auf seine Gesellschaft gehabt hätte. Aber natürlich hat sie es ihm gestattet, diese Nacht vollständig im Gebet zu verbringen. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns heute in unserem Alltagsleben vor Augen führen müssen, dass die Beziehung zu unserem Schöpfer und der Dienst an unserem Schöpfer auch eine größere Bedeutung hat als das Leben innerhalb der Ehe. Das ist die persönliche Opferbereitschaft ist und der persönliche Wille, selbst größte Annehmlichkeiten aufzugeben, um die Beziehung zu unserem allmächtigen Schöpfer zu pflegen und zu intensivieren. Wenn Sie mir erlauben, da würde ich auch noch verknüpfen, dass dieses Ereignis, was Sie erzählt haben von Hazrat Aisha, das ist auch Antwort auf die Menschen, die sagen, der Prophet Mansasam mehrere Ehefrauen gehabt hat, aus Lust. Das ist die jüngste Frau, Aisha, und sie berichtet, er kommt zu mir, legt sich in mein Bett und fragt, Aisha, erlaubt mir bitte mal diese Nacht mit an Allah Gedenken zu bringen. Das erlaubst du mir? Erstmal schon alleine dieses Wort erlauben. Das heißt, er denkt, das ist ihr Recht. Und zweitens, wenn ein älterer Mann, damals war er so älter, also 50 Jahre oder so, der fragt die jüngste Frau um Erlauben, dass er beten darf. Das heißt, für sie ist nicht die Frau wichtig, sondern das Gebet und der Allah. Und schon alleine dieses ein einziges Beispiel reicht für die Menschen, die sagen immer, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ganz viele Frauen. Wir haben ja eine Sendung über das gemacht, aber trotzdem wollte ich da in dieser Stelle diese Opferknüpfung, das ist eine Antwort für die Menschen, die sagen, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen nur aus
Sicherlich zahlreiche Antworten ja auf die islamkritischen Äußerungen, aber ich denke, das ist das beste Beispiel, ja, dass man den Islamkritikern ja einfach das Beispiel vorführen muss, ja, dass der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ganz andere Interessen hatte als die Mehrheitsgesellschaft von heute. Sondern später Frau Aisha selber. Das ja. Und wir finden derartige Begebenheiten nicht nur aus den Erzählungen von Hazrat Aisha, radiallahu anha, ja, ja, sondern auch zum Beispiel aus den Erzählungen von Hazrat Sauda, radiallahu anha, wo es in einer Überlieferung heißt, dass sie zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagte, O Prophet Allahs, du hast so lange Sajda gemacht, als du mit mir zusammen gebetet hast, dass ich dachte, meine Nase würde bluten. Also, wir sehen, dass die tiefe Liebe zu Allah und das innige Gespräch mit ihm sich wie ein roter Faden durch jede Situation des Lebens des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gezogen hat. Und in diesem innigen Gespräch hat er naturgemäß in seiner Wesenheit, in seiner Funktion als Prophet Allahs alle anderen Menschen auch übertroffen und ihnen ein wundervolles Beispiel gegeben. Wir lesen in einem Hadith, das von Hazrat Abdullah bin Maud radiallahu anhu überliefert wird, dass während einer Rezitation im Gebet der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam so lange rezitiert hat, dass der Sahaba später zugegeben hat, es war so lange, dass ich an etwas Schlechtes gedacht habe. Dass ich gedacht habe, jetzt reicht es aber, er solle aufhören, damit das Gebet vorbeigehen könne. Aber und das ist ja ein junger Mann, der ja. gedacht hat, ich bete auch mit dem Projekt zusammen. Abdullah bin Masud. Also wir sehen, dass er wirklich jedem Menschen, egal ob Gefährte oder Ehefrau, in jeder Situation des Lebens ein wundervolles Beispiel gegeben hat, um die Beziehung zum allmächtigen Schöpfer zu suchen, sie auszubauen, sie zu verbessern und zu intensivieren. Und dass die Tatsache, dass es für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts Wichtigeres gab, als eben diese Beziehung auszubauen, können wir anhand vieler einzelner Begebenheiten erkennen. Während andere Menschen, die dem heiligen Propheten so nahe gestanden haben wie seine eigenen Ehefrauen, noch an weltliche Dinge gedacht haben, hat er sein Leben einzig und allein auf den Dienst an Allah ausgerichtet. Von Hazrat Aisha radiallahu anha wird zum Beispiel berichtet, dass sie eines Nachts wach geworden ist und dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesucht hat. Und sie hatte Befürchtung, dass er entgegen der Regel während der Nacht aufgestanden ist, um zu einer seiner anderen Ehefrauen zu gehen, hat er die Nacht im Gebet verbracht. Also sie ist aus dem Schlafgemach aufgestanden. Das Schlafgemach öffnete sich in die Moschee hinein, wie wir gerade schon gehört haben. Und dort hat sie dann gesehen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in das Gebet vertieft war. Und sie hat sich so geschämt, weil ihre, ja, genau, weil ihre Gedanken sich in diese weltliche Richtung bewegt haben. Was sie gedacht hat, das ist menschlich. Das ist, wir können nicht sagen, das ist ein Einfluss von Verdammt. Das ist menschlich, das ist naturgemäß. Er ist bestimmt so an eine Frau gegangen oder irgendeine andere interessiert. Und dann hat sie gesagt, ich habe mich so geschämt, dass ich dem Propheten so das unterstellt habe. Und der lag in der Ecke und war am Beten. Ja, und wir erinnern uns daran, dass wir in der letzten Sitzung erwähnt haben, dass dieses der Standard seiner Gebete war. Der alltäglichen Gebete, die er über den gesamten Lauf des Jahres hin aufrechterhalten hat. Und wir erinnern uns, dass gesagt wurde, im Ramadan hat er seine Gebete noch weiter intensiviert. Und sie mit noch mehr Inbrunst, mit noch mehr Hingabe vollbracht.
Einst fragte Hadrat Aisha radiallahu anha unseren heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, warum er denn so intensiv und so innig beten würde, obwohl Allah ihm doch bereits offenbart hatte, dass er keine Strafe im Höllenfeuer zu erwarten habe, dass ihm bereits größte Segnungen zuteil geworden wären. Und das Einzige, was er in Reaktion darauf sagte, war Afala abdan shukura. Soll ich nicht etwa einer der Dankbaren sein? Wir sehen hier also, dass er, obwohl der überaus großen Segnungen und aufgrund des Lohnes, der ihm zuteil geworden ist, nicht überheblich geworden ist, sondern dass er immer noch im Geiste eines einfachen Menschen verblieben ist und sich darauf konzentriert hat, auf bestmögliche Art und Weise unserem allmächtigen Schöpfer zu dienen und so uns allen natürlich ein herausragendes Beispiel zu geben, wie wir, egal wie gut es uns gehen möge in unserem täglichen Leben, welche Segnungen wir vielleicht bisher erhalten haben, dass wir immer im Geiste ein einfacher Diener Allahs verbleiben müssen und dass wir niemals uns darauf ausruhen dürfen, was wir bisher erreicht haben, sondern dass wir immer nach einer besseren und intensiveren Beziehung zu unserem allmächtigen Schöpfer streben müssen. Dieses Streben nach der wundervollen und innigen Beziehung zu Allah, die unser heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam angestrebt und auch erreicht hat, hat seinen Höhepunkt in seinem Verhalten im Ramadan gefunden. Im Ramadan sehen wir, dass er nicht nur, wie wir es heutzutage zum Teil leider nur aus Gewohnheit tun oder weil es etwas Leckeres zu essen gibt, ein Tier opfern, sondern unser heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam hat wirklich in seiner reinsten Form sich selbst geopfert, indem er auf alles Angenehme verzichtet hat und wirklich sein ganzes Leben in dieser Zeit nur auf den Dienst an Allah ausgerichtet hat. Daran, dass er zum Beispiel die letzten 10 Tage des Ramadan im Itkaf verbracht hat, dass er wirklich nur gebetet hat und nur die notwendigsten materiellen Dinge verrichtet hat, dass er mit voller Inbrunst die Kaaba umschritten hat und dass er alles, was er war, darauf ausgerichtet hat, Allah zu dienen. Und sein ganzes Streben hat während des Ramadan Jahr für Jahr den Höhepunkt darin gefunden, dass er Allah so gut gedient hat, wie es möglich war, wie es nur ihm möglich war, als unserem heiligen Propheten, als unser aller Vorbild. Vielen Dank, Herr Gaske. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank, dass Sie auch die Sendung zuvor möglicherweise angeschaut haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und wünschen und beten zu Allah, dass wir als gläubige Menschen, inshallah, dem Fußstapfen des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam folgen mögen und dass wir, inshallah, bessere Gläubige werden, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es sich das von uns vorstellt, wie Allah uns das von uns möchte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.